Hallo Leute und willkommen beim Guide zu Steinerne Wacht. Ein drachenlastiger Inhalt ab Stufe 41, den ihr über den Verlauf der Hauptstory in A Realm Reborn freischaltet. Ich bin der Grenier und bringe euch hier hoffentlich sicher durch. Auf dem Weg zum ersten Boss gibt es bei den kleinen Gruppen wenig zu beachten. Haut wie immer die Gegner schnell um, die nervige AOE-Effekte machen und läuft aus solchen eben auch, wenn möglich, immer raus. Der Dungeon hat viele Ecken und Zimmer, in manchen sind auch Schatztruhen mit zusätzlichen Gegnern versteckt. Es liegt an euch, diese mitzunehmen oder einfach nur schnell durchzulaufen. Achtet aber darauf, nicht zu viele Gegner auf einmal zu ziehen, da AOE-Effekte inklusive großer Gegnermenge selbst guten Tanks und Heilern schadet. Der erste Boss heißt Judo Judo und ist ein kleiner, am Boden bleibender Drache mit Standardangriffen. Bleibt als Gruppe immer in der Nähe des Bosses, lasst aber wie meist den Tank alleine vor ihm stehen, damit nicht unnötig viele Leute von seinen Feueratem getroffen werden. Sobald der Drache den Angriff ausholen castet, sollte die gesamte Gruppe inklusive Tank hinter dem Boss stehen, um den weitreichenden Kegel AOE auszuweichen. Später im Kampf macht er den Angriff ausholen auch zweimal hintereinander und wechselt dabei die Position. Habt den Boss im Target und achtet auf eure Position. Der zweite Boss heißt Kurshai und befindet sich in einem offenen Raum mit Kanonen und einem kleinen Ausblick Richtung Ishgard. Als Tank sollte man ihn in der Nähe des Eingangs und weiter weg von den Kanonen halten. Er erzeugt Wirbelwinde, denen man ausweichen sollte, um Schaden zu vermeiden und keinen Debuff zu bekommen. Alles für die Heiler. Zusätzlich kommt während des Kampfes der Endboss, ein großer Drache, angeflogen und lässt Eisangriffe auf die gesamte Gruppe fliegen. Das muss man mit Hilfe der am Rand stehenden Kanonen verhindern. Die DDs oder wenn möglich der Heiler sollten die Kanone, vor der dieser große Drache schwebt, abfeuern, um nicht unnötig viele Eisangriffe von ihm abzubekommen. Diese Angriffe und die Wirbelwinde wiederholen sich, bis dass ihr den Boss umgehauen habt. Der Endboss heißt Iskebind, der liebe Eisdrache von vorhin. Als Tank ziehen wir den Boss wieder eher zur Wand und weg von der Gruppe. Er macht öfter einen Frostatem, der den Tank trifft und dann natürlich alle, die zu nah beim Tank und vor dem Boss stehen. Wenn der Boss wegfliegt, hüllt er kurz darauf einen großen Teil der Arena mit einem Frostatem ein, lauft schnell auf die sichere Seite rüber. Wenn der Boss wieder in der Arena landet, macht er Schaden, je nachdem wie nah ihr bei ihm standet, also versucht nicht unter seinem Allerwertesten zu stehen. Nach der Landung wiederholt sich die erste Phase. Er macht wieder Flächenangriffe, seinen Frostatem und lässt unter einem zufälligen Spieler eine Fläche erscheinen. Bei der Flugphase lässt der Boss auch Eisflächen auf euch herabregnen. Legt die gut eng ab, sodass ihr nachher nicht zu viele Probleme habt, einen passenden Weg aus dem großen Frostatem zu finden. Wenn ihr einen sicheren Treffer mit dem Limitrausch haben wollt, dann wartet darauf, dass der Drache eben gelandet ist, so haut er euch nicht in die Luft ab. Nach ein paar Flugstunden sollte aber auch Iskebind liegen und ihr dürft euch über Loot, Erfahrung und alle Neulinge über einen Fortschritt in der Story freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt, lasst es mich wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Guide.